Hallo und willkommen zurück zu Bioshock Infinite. Es ist ein harter Kampf, ich sage es euch. Ich habe ja auf schwer gestellt bewusst, aber ich habe es nur vergessen gehabt, bis ich mich gefragt habe, warum die Kämpfe so verdammt schwer sind. Aber bis jetzt habe ich mich eigentlich ganz gut angestellt. Abgesehen vom ersten größeren Kampf so ungefähr. Das ist schon wieder riesig hier. Ich sehe eine Tasche, die wahrscheinlich leer sein wird. Nein! Gesundheit und etwa ein paar Dollar. Und ich werde die Gesundheitssachen... Jetzt ist die Gesundheit auf jeden Fall voll. Ich lasse das alles drin, wenn wir noch irgendwas zu essen finden. Für später. Mein Freund, mein ja. Freund. Ich höre was. Keine Versicherung verkaufen. Vandalismus ist ein schweres Verbrechen. Denken Sie da nicht. Bist du nicht? Frachthaken. Ist da irgendwo ein Frachthaken? Oder oben? Da könnten wir nämlich die Splicer schön erledigen. Da ist einer. Wo warst du gestern Nacht? Oh shit. Aus? Was soll das heißen? Hältst du mich für einen Vollidioten? Die mit den Masken sind stärker. Einen Kunden zum Mittagessen. Und niemals knausrig mit dem Cocktail sein. Hörst du, Phil? Ich auf mich. Nicht knausrig sein. Na los, erledige ihn schon. Gut. Gut hast du das gemacht. Ich finde schon was. Okay. Wenn wir Headshots geben, sind wir auch ganz gut. Sind die auch ganz schnell weg? Da waren zwei. Das ging ja jetzt. Hey, Sardinen, die lasse ich mal da. Irgendwo ist das Schock-Chocolate-Plasmid. Oh, ich dachte schon, kommen noch welche. Aber das sind wieder diese Durchsagen. Hey, du hast das dabei. Sehr gut. Ich bin nur also frei, nimm das mit. Oh, da ist auch noch irgendwo ein... Oh, Lockpicks. Kannst du dir das mal ansehen? Und wir haben genau das wird nicht drei. Lange dauern. Das freut mich zu hören. Fertig. Ach, hier ist nichts mehr. So, jetzt bitte guten Loot. Ich brauche einiges. In der Ecke scheint schon mal nichts zu sein. Lockpicks wären auch wieder gut. $5. Eine leere Schachtel. Ein Ring. Ja, der hat auch ein bisschen was gebracht. Und hier ist ein Audiotagebuch. Ich verschicke Audiotagebücher wie gottverdammte Flaschenpost über die Rohrpostleitungen und hoffe, dass eine durchkommt und mich jemand rettet. Wenn Sie dies hören, schicken Sie Hilfe. Ich halte mich im Schuhgeschäft versteckt. Der Code lautet 0928. Ah, okay. Interessant. Irgendwo muss noch ein Code sein. 0928, glaube ich, hat er gesagt. Wahrscheinlich habe ich es wieder vergessen, bis wir zum Schloss kommen. Okay, und ein Lockpick wieder bekommen. Ausrüstungsgegenstand wäre noch ganz nett, aber ich glaube... Halt, Moment. Ach, Brandy. Nee, ich trinke keinen Brandy mehr. Wir haben uns ja schon letztes Mal, glaube ich, war das, das ganze Eve entzogen. Mit unserer Sauferei hier. Oh, hier war noch was drin. Endlich mal eine Schachtel mit Inhalt. Laden wir gleich mal nach hier. So, ich finde... Oh, da sehe ich was glänzen. Eine Infusion. Oh Gott. Oh Gott, ich habe es gesehen, wie sie sich hier bewegt hat. Alles klar. Ins Schild, bitte. Ich fühle mich schon besser. Wow. Oh, na, klasse. Jetzt werden die Ladies sauer. Boah, die wurde umgepustet. Bestimmt weh. Au. Hier. Danke. Ja, das tut es. Ist sie tot? Ist sie nicht? Ah. Oh. Jesus, hat die Fische angemacht.
Oh, da sind die Mädels sauer geworden, hey. Hui, 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 hui. Verdammt nochmal. Also hat mich jetzt nicht so erschreckt, dass die da war, die erste, aber die anderen zwei. Wo sind die Sardinen? Jetzt kommen die Sardinen wieder ins Spiel. Sehr schön. Okay. So wie dazu. Wollen wir wetten, dass da auch wieder welche sind? Oh, Lockpick. Wo bin ich denn dann reingekommen? Durchsuche das Geschäft, da sind wir dabei. Ich meine nur, weil wir... Nee, wir sind da schon reingekommen. Wir haben sie mit eingesperrt. Hilfe. Eine Sekunde. Bitteschön. Ich sagte Sender kaum, ich wäre allzeit bereit für eine Platte oder einen Auftritt. Er sagte, er würde sich melden. Hast du recht, Mann? Nimm mich nicht zu suchen. Gefällt mir nicht. Er hat ja nur diese Flausen. Autsch. Dir werde ich zeigen, ich hab das Zeug dazu. Ich bin gleich tot. Ich seh zu, dass ich noch was finde. Oh, da sind die alle. Wir werden alle deine Charakterschwächen ausmerzen. Nein, danke. Ich bin fast tot. Wenn sie jetzt weg ist, dann... Wenn das jetzt weggeht, dann nutze ich die weg. Und dann sind alle tot, hoffentlich. Gott weiß, wie sehr... Die Haken sind echt gut. Haben wir sie? Nein, haben wir nicht. Doch, wir haben sie. Erstmal. Verdammt. Sind die hinter der Tür? Er ist ein Typ auf jeden Fall. Ich hab, glaube ich. Wir haben ihn. Oh Gott. Ich hab Munition! Das war ein schöner Headshot. Ha, zu spät. Wenn der Kampf vorbei ist, dann gibt einem Elizabeth immer keine Munition mehr, leider. Puh, die hätten wir auch. Gut. So weit, so gut. Ich bräuchte trotzdem noch ein bisschen Loot. Kann ich da drauf? Ja, da liegt doch immer was hier oben. Oh, wir haben irgendein Plasmid gerade geschluckt, aber ich glaube nichts, was wir noch nicht haben. Oh, was war das jetzt? Gesundheit, glaube ich. Was steht hier? Oh, ein Hoarder. Also ein Horter. Da glänzt noch was. Ich hab's gesehen. Gib mir den Dollar. Spiel. Oh, der liegt so blöd hinter ihr hier. Hat sie weggehortet. Extra vor uns. in die Ecke will ich noch gar nicht. So, können wir hier noch irgendwo hin? Ganzen Durchsagen immer. Da geht's zum Aufzug. Waren wir hier schon drin? Jewelry. Achso, ja klar. Hier liegt noch jemand. Müsli essen. Ja, Gesundheit, bitteschön. Oh, hier liegt noch was. Dosenbohnen. Oh. Hier war noch ein bisschen Zeug. Das war sehr gut. Wie gesagt, ich kann jedes kleine Fitzelchen brauchen. Wo müssen wir denn jetzt hin? Suche das Geschäft. Hier sind mehrere Geschäfte. Hier ist schon wieder ein Diesel. Und ich höre einen kleinen... einen Schießstuhl.
Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Oh, Munition und ein Dietrich. Ha, schön. Euch kann man nicht doch suchen? Laden wir mal nach. Ach, 35 passen da rein. Oh Mist. Du hast nichts gesehen. Verdammt. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche mehr Muni. Oh, es ist nicht gut, wenn der das Fässchen trifft, sind wir hinüber. Okay, das Ding ist weg. Und es hat ein bisschen Muni gehabt. Aber hier hat es. Hier ist auch ein bisschen was. Dosenspinat. Bisschen Geld. Naja, hat sich das gelohnt? Ich bin mir nicht sicher. Ach, die grillt das Hähnchen mit dieser Kanone. Sehr gut. Für die verantwortungsvolle Hausfrau, die ihrem Mann immer das Abendessen auf den Tisch zaubern will. So, schauen wir doch mal weiter. Wir sind in der Kinderwagenabteilung. Was bist du? Du bist eine Uhr? Eine Spieluhr? Nee, ein Waffeleisen. Ach, hier waren wir schon. Schuhe. Ja, da haben wir die erledigt. Dann gehen wir mal ins Schuhgeschäft. Sehr vertrauenswürdig sieht das aus. Ja, mehr Muni. Ich lade gleich mal nach. Man kann nie vorsichtig genug sein hier. Das ist leer. Da liegen Schuhe am Boden. Ich dachte schon irgendwas anderes. Hausfest. Da sollen wir also hin. Okay. Ich glaube, da hinten ist wieder ein schießender Stuhl. Ein Dietrich. Haben wir noch irgendwas hinter deinem Tresen? Ja, ein bisschen Eve. Ein bisschen Geld. Sieht aus, als könntest du eine Aufmunterung vertragen. Ich fühle mich gar nicht gut. Mir ist schwindelig und übel. Und die Stühle auf unsere Seite zu bringen, die Schießestühle, hat uns bis jetzt aber nicht so viel geholfen. Das muss ich einfach mal sagen. Der Letzte wollte den ums Verrecken nicht angreifen. Hab mich ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Weil es eigentlich verschwendet war dann. Du bist auch ein kaputter Stuhl, aber kein Schießstuhl. So. Ach, das ist das Ding im Schuhgeschäft. Da hat er gesagt, er hat sich da eingeschlossen. Ja. Und ich habe den Code natürlich vergessen. Was sagt man dazu? Wer hätte es gedacht? So, das war's, glaube ich. War es das? 0928. Halt. Was passt da schon? 0928. Jawohl. Hier ist ein Fässchen. Ich habe mich zu wenig um sie bemüht. Oh, oh. Aber sobald sie sieht, dass ich mich ändern kann, wird sie dem Penner den Laufpass geben. Der zum Henker... Bam! Der ging schön hoch, das Fässchen. Öfter mal die Fässchen nutzen. Oh, hier ist wenigstens was in den Schachteln drin. Okay, in der nicht. Ja, da ums Eck rum steht ein kleiner Schießestuhl. Was hast du denn hier noch Schönes für uns? Schnelle Hand, reduziert Nachladegeschwindigkeit von Waffen um 30%. Jo, und wir haben elender Blutsauger. Das Töten eines Feindes ist doch Plasmid. Nee, dann nehme ich mal... Da behalte ich das drin. Das klingt nämlich besser. Juhu. Das ist leider alles. Geht das denn kaputt? Sehr schön. Und wir haben ein bisschen Eve bekommen dafür. Dass wir den jetzt mit einem Plasmid den Rest gegeben haben, aber er hat keine Muni. Unsere Revolver glüht, meine Güte. So viel haben wir jetzt auch nicht rumgeballert.
Das ist er ja. Der hat die Audio-Tapes geschickt. Sein Name ist mir jetzt entfallen. Auf jeden Fall hat er gewartet, dass Brian ihn hier rausholt. Hat wohl nicht so gut hier hingehauen. So. Da hat er noch ein Tape. Moses Leidecker, genau. Diese Stadt kennt einfach keine Gnade. Alle meine Audio-Tagebücher mit den Hilferufen sind ungeöffnet zurückgekommen. Mit der Aufschrift zurück an Absender. Ich denke mal, das waren die Splicer. Mit ihrem eigenen Sinn von Humor. Tja, so kann's gehen. Das hat sich jetzt. Ich will die. Ah, hier ist noch was. Ich weiß nicht, ob sich das gelohnt hat. Ein bisschen vielleicht. Natürlich sind hier wieder Gegner. Ich habe gerade was gehört. Oder? Natürlich. Genau. Flemm wie ein Baby. Deine Mutter hat dich nie geliebt. Warum sollte sie auch? Hast du ihre Liebe verdient? Nein. Ich bin gerade in einer Schaffenspause. Seit etwa 15 Jahren. Ich habe Gänsehaut. Will aber endlich wieder auf die große Bühne. Komm raus und zeig mir, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Erledigt euch alle gegenseitig, bitte. Au. Nicht so gut. Und tschüss, das war einer mit einer Knarre. Warum leugnest du unsere wahre Natur? Oh oh. Au, du kleiner Drecksack. Für mich war das jetzt die einzige mit einer Knarre. Ich hab dir ein gutes Angebot gemacht. Schämst du dich? Offenbar dir deine Schwäche. Ich war doch immer für dich. Oh Gott, wie viele sind da noch? Mach dich bereit, hier war. Nein. Muss mein Schild aufladen. Oh Gott, hier. Ja, immer. Vielen Dank. Oh Gott, danke, Lissy. Hat er den jetzt umgelegt? Wie viele sind da noch? In meinen eigenen. Tschüss. Die Haken sind super. Die Haken retten mir echt so ein bisschen den Arsch, muss ich sagen. Puh, okay. War das nicht wieder mal witzig? Gott, so viele auch, ey. Die werden echt zum Problem, ey. Ich weiß nicht, wenn da stärkere Gegner kommen, was ich dann machen soll. In die Ecke stellen und weinen und den Schwierigkeitsgrad wieder runterstellen. Wenn das überhaupt geht, das ist ja die Frage. Ich glaube, das geht im... Ich weiß gar nicht. Es könnte gehen, nicht. Ja, das kriegen wir dann raus, wenn es soweit ist. Ich habe das Geschäft geplündert, aber Rapture und Ice dürfen wir jetzt erst besuchen? Wo denn? Aber ich habe auch keinen Schockjockey gefunden. Ich bin verwirrt. Okay, es geht wieder zurück. Warum war ich denn überhaupt hier? Sonst noch irgendwas hier? Außer ein paar Legs. Super Rapture und Ice, okay. Hä? Darunter? Was will der Pfeil von mir? Da hoch? Ach, hier! Da hinten haben wir ein paar Leute. Ach du Scheiße.
fahren wir eine Runde. Dann lädt sich unser Schild wieder auf. Und tschüss. Und tschüss. Ich sehe zu, dass ich noch was finde. Ja, und seine blöde Kiste hier. Ist dein Abendessen aus. Komm schon. Au. Eve, nehmen Sie. Haben wir sie? Gut so. Nein, haben wir nicht. Und tschüss. Ich will mein Abendessen nicht aufessen. Hui, ich dachte, wir wären erledigt. Da kamen jetzt so viele aus der Tür rausgelaufen. Ah, ein Automat. Dankeschön. So, wir können kaufen Gesundheitskits. Ich bräuchte auch eins, aber... Ja, sorry, ich komme gleich wieder und kaufe was. Aber erst will ich vielleicht schauen, ob wir ein bisschen Geld sparen können, indem wir ein bisschen Dosenzeug... essen. Laden wir hier mal ein bisschen nach. Das Wenige, das wir nachladen können. Was können wir denn hier so kaufen? Frostboost, Bronco. Nichts, für was wir jetzt was hätten. Die Plasmide haben wir leider noch alle nicht. Ich loote mal das alles hier noch. Danke, Spiel. Für deine krassen Lags gerade. Ach, komm schon. Es tut mir wahnsinnig leid. Aber manchmal ist das Spiel echt so ein bisschen eigenwillig, was das angeht. Hier können... Die Plasmidabteilung scheint dort hinten zu sein. Da finden wir bestimmt etwas Nützliches. Finde ich gut. Ah, da müssen wir rein. I see. Hier ist auch nichts. Was ist denn hier? Der Eismann. Jack Frost's Village. Klingt ja super. Oh, da dürfen wir auch schon rein. Wir wollten ja unten irgendwas aufbekommen. Dann kaufe ich mir jetzt mal ein Gesundheitskit. Und nochmal etwas Eve. Und Revolvermuni. So, dabei. Ja, ich glaube, wir haben genug. Und von dem brauchen wir jetzt nichts. Alles klar, dann bin ich jetzt ganz gut ausgestattet, glaube ich. Dann schauen wir mal darüber. Genau, Plasmide. Das ist unser Laden. Da müssen wir rein. Willst du dir das mal ansehen? Kein Problem. Bitte sehr. Dankeschön. Ja, Gummistiefel helfen da viel. Oh Gott, da hinten sind noch mehr. Und da oben ist auch noch eine. Vielleicht können wir uns anschauen und die von hinten erledigen. Eine weniger. Was geht denn nachts in seinem Zimmer vor sich? Sprich es nur aus. Es leckt gerade etwas. Wir sehen uns, glaube ich, gleich wieder. Dann hoffe ich, dass sich das in Wohlgefallen aufgelöst hat. Bis gleich. So, es geht weiter. Die Lecks scheinen sich verflüchtigt zu haben. Erstmal großflächig. Zumindest die schlimmsten. Neuladen hilft doch. Vor allem bei diesem Spiel hier. Und jetzt schauen wir nochmal, ob wir sie ein bisschen überraschen können hier. Die anderen wissen zwar dann Bescheid, aber das ist es mir wert. Glaube ich. Vielleicht ist noch ein Fass unten. Ich hoffe, dass... Kommen die jetzt hier hoch? Würde mich nicht wundern.
Oh, da hat sie uns verfehlt, gerade noch. Oh, da ist sie ja. War's das? Ich glaube, das war's erstmal. Puh. Das lief doch ganz gut. Ich dachte da auch, da wären mehr. Überall liegen leere Plasmidflaschen. Oh, Lockpicks. Ich bräuchte hier Hilfe. Das ist alles? Keine große Herausforderung. Bitteschön. Danke. Oh, ein Tagebuch und eine Infusion. Ich nehme mal... Boah. Unser Schild. Genau das, was wir jetzt brauchen. Ihre Winkeladvokaten werden Ihnen bei dieser Sache nichts nützen, Ryan. Sie haben in Ihrer Werbung für das Väterchen Forst Plasmid gesagt, dass es Eis produziert, nicht Trockeneis. Die Eisskulptur, die wir für die diesjährige Gala im Kashmir bestellt hatten, steht da jetzt seit einem vollen Monat. Die ganzen 1200 Kilo. Und wer darf nach wie vor die Saalmiete bezahlen? Sie jedenfalls nicht, Sie Uhrensohn! Trockeneis schmilzt da, glaube ich, nicht so leicht. Und das Ding steht da nach wie vor anscheinend und ja. Witzig irgendwie. Ich weiß aber, frag mich nicht mehr, warum Trockeneis nicht schmilzt oder warum es schmilzt. Also irgendwas war da, glaube ich, mit Trockeneis. Das ist witzig, dass das Ding jetzt noch da steht. Ration essen. Gerne. Bisschen Kaffee. Bisschen Eve. Sehr schön, ist das auch wieder voll. Das freut mich. Und die sind alle leer, oder was? Alle ausgetrunken. Wir müssen also noch irgendwo eine gute Version finden. Eine volle Version von unserem kleinen Plasmid. Oh, hier ist noch die Lootkiste von der Tussi. Die hat einen Ring dabei, schauen. Da ist auch nichts mehr drin, hier ist auch nichts mehr. Barking Bronco. Das muss aber neu sein, das gab es früher nicht. In Rapture. Ich hätte mich daran erinnern können. Oh, hier sind Dieselfässer. Da hätten wir zuschlagen können, aber gut. Nicht gesehen. Das sieht aus, als ob wieder... Oh, da ist es ja. Schock-Jockey. Und es ist wie auf dem Präsentierteller. Das ist, verwirrt mich. Wo sind die Dieselfässer nochmal? Ach, hinter dem. Da sind die. Da, ob die uns da was bringen, ist die Frage. Ich schaue mich erstmal im Laden noch um, bevor wir das nehmen. Bricht mich danach bestimmt die Hölle los, so wie ich das kenne. Ey, eine Kasse, wo noch ein Dollar drin ist. Wo soll ich das denn hinschreiben? Selten, selten sowas. Okay, holen wir uns das Ding, würde ich sagen. Der Parasit verbreitet ständig Gerüchte. Fontaine ist tot. Rapture lebt. So. Jetzt haben wir das auch. Das freut mich. Warum hat Ryan alle Anhänger von Fontaine in ein Warenhaus gesperrt? Auf die Art wurde er Fontaines Schergen los und schaffte sich gleichzeitig die Konkurrenz vom Hals. Aber ich habe gedacht, Andrew Ryan ist ein Verfechter des freien Marktes und des freien Wettbewerbs. Solche Ideale verlieren schnell ihren Glanz, wenn dein Mitbewerber dir die Butter vom Brot nimmt. So oder so, Fontaine ist tot. Tja, wer sich da mal nicht geirrt hat. Gegner im Wasser? Sind hier Gegner im Wasser? Ich würde das gerne machen. Da waren wir ja schon drin. So, jetzt haben wir das Plasmid schon mal. Sind hier neue Gegner? Die Plasmidabteilung scheint dort hinten zu sein. Da finden wir bestimmt etwas Nützliches. Waren wir nicht gerade in der Plasmidabteilung? Oh. Das wir werden alles Alte verbrennen. Oh. Der Kistenmann war schon wieder am Zuschlagen hier. Alles klar. Ich will noch mal kurz nach unten fahren.
Weil da war ja... Nee, das war's nicht. Das hier. Muss ich da überhaupt hin? Nein, Rapture on Ice. Das ist ein Fahrstuhl, ne? Ich weiß nicht, wie uns der hinbringt, aber ich schau mal schnell nach oben. Jetzt lädt das Spiel. Ich hab's genau gesehen. Warum auch immer. Ich würde mal sagen, schauen wir mal hier rein. Hoppla. Ja, wir... Es ist eisig hier drin. Und jede Wette, die Kälte kommt nicht nur von dieser Eisbahn. Ach nee. Wer hätte das gedacht? Sagt bloß. Okay. Hören wir uns erstmal das hier an. Was? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich verstehe gar nichts. Oder ziemlich wenig. Vom Himmel hoch, an Primolines und Frachtacken zu hängen, verschafft dir eine Chance auf ein Winterschild. Ah, und erhöht den Schaden für 5 Sekunden. Das klingt doch nicht schlecht. Und wir haben, ich glaube, nichts im Moment. Meine Haut wurde völlig schwarz, wie in einem der Armabfall. Und ich kann ganz die Blutklappen übereinander anziehen. Ich frage ungern, aber geht das allen so? Okay, das muss ich nochmal lesen, denn ich habe so gut wie nichts verstanden, was der gute Kerl gesagt hat. So, ein Geschenk von Fontaine. Frank Fontaine rief mich neulich zu sich. Mich, Ray Lardner, sagte, dass sich Ärger anbahnt oder seinen besten Leuten ein spezielles Plasmid verabreicht. Natürlich ist das eine große Ehre, aber Mann, ich bekam davor Ausschlag am ganzen Körper. Meine Haut wurde pechschwarz, wie wenn einem der Arm abfault. Und ich kann gar nicht genug Klamotten übereinander anziehen. Ich frage nur ungern, aber geht das allen so? Er wurde wohl als Testsubjekt missbraucht. Der Arme. Absinth trinken. Muss jetzt nicht sein. Ich glaube, in der nächsten Folge schauen wir uns an, was hinter dieser Tür ist. Denn wir nähern uns schon wieder dem Ende. Und da ist bestimmt der Eisenmann dahinter. Da bin ich mir fast sicher. Das wird lustig werden. Sowas von lustig. Und damit meine ich sauschwer. Naja, werden wir dann sehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.